wenigen Sekunden wird der Start zum letzten Rennen dieses Salzburg-Ringtages erfolgen. In der Klasse 250 Kubikzentimeter. Die Fahrer stehen hier bereit. 25 Runden stehen ihnen bevor in einer Gesamtdistanz von 106,2 Kilometer. Eine gewichtige Absenz ist in dieser Klasse zu verzeichnen. Bis jetzt wurde die Klasse ja dominiert von den beiden Fahrern Carlos Lavado und Tony Mang, dem Venezolaner und dem Deutschen. Tony Mang ist im ersten Training gestürzt, hat sich die Mittelfußknochen gebrochen und ist deswegen heute nicht hier dabei. Den besten Start scheint Jean-François Balde aus Frankreich erwischt zu haben. Er ist ja ein Newcomer, obwohl er jetzt offensichtlich noch überholt worden ist. Aber wir werden gleich sehen, wer die Spitzenpositionen hier einnimmt. Von den Schweizern darf man sagen, dass sie immerhin dabei sind auf dieser Strecke, die die starken Maschinen bevorzugt. Hier mit der Nummer 17, wie gesagt, an der Spitze der Franzose Jean-François Balde vor dem Spanier Pont. Die drei Schweizer vom gleichen Team haben sich immerhin qualifiziert als 19. Pierre Boll, als 21. Jacques Cornu und als 27. des Trainings Sergio Pelandini. Aber diese Klasse ist ja gezeichnet von ganz kleinen Abständen. Als Beispiel vom 7. bis zum 23. Trainingsplatz sind die Fahrer innerhalb einer Sekunde klassiert. Die Strecke ist jetzt natürlich im Laufe des Tages trocken geworden, was unsere Schweizer nicht unbedingt bevorteilt, denn sie haben schwächere Maschinen als die Spitzenfahrer, müssen also ihre Spitzenplätze mit fahrerischem Können herausfahren und das dürfte hier, wie gesagt, für Cornu, Boll und Pelandini schwer sein. Sie haben gesehen, mit der Nummer 11, Pierre Boll, im Mittelfeld vielleicht einige Plätze gut gemacht. Eine Runde absolviert, immer noch an der Spitze, also Jean-François Balde, der Franzose. Wir dürften von dieser Maschine Nummer 17 einige subjektive Bilder erhalten. In der Warm-up-Runde hat dieses System funktioniert. Bei der Nummer 17 ist also eine Kamera eingebaut und wahrscheinlich werden wir Bilder sehen von der Strecke. Sie werden direkt an einen Helikopter übermittelt und von dort ins Netz eingespielt. Und was man erwarten konnte, ist schon nach 5 Runden eingetreten. Carlos Lavado setzt sich an der Spitze vom Rest seiner Konkurrenten ab. Wir sehen ihn hier, den Venezolaner. Er galt lange Zeit als Bruchpilot, aber jetzt, nachdem er eine sehr gute Maschine hat, hat er, wie er selbst sagte, es nicht mehr nötig, Kopf und Kragen zu riskieren, um vorne dabei zu sein. Und deswegen ist er zu einem zuverlässigen Fahrer geworden, dem der Weltmeistertitel nach dem Ausfall von Tony Mang absolut zuzutrauen ist. Hier das Duell um Platz 2 und hier sehen wir jetzt die versprochene Einspielung vom Motorrad von Jean-François Balde. Neben ihm ist Fausto Ricci und wenn er ihn überholt, würden wir das hier gleich auch im Bild sehen. Sie sehen mit der Nummer 17 Balde mit der eingebauten Kamera knapp dahinter Fausto Ricci. Balde ist übrigens schon in Monza mit einer eingebauten Kamera gefahren. Auch damals hat er sich hervorragend geschlagen und ist Dritter geworden. Carlos Lavado, er setzt sich von seinen Gegnern ab. Die Schweizer übrigens nach 5 Runden an der 10. Stelle Pierre Boll, an der 11. Stelle Jacques Cornu, der noch nach der Einführungsrunde ganz knapp vor dem Start seine Übersetzung nochmals gewechselt hat, um optimal auf diese Strecke eingestellt zu sein. Thank you.
wieder die Bilder aus der fahrenden Kamera. Fausto Reggiani hier vor Jean-François Baldé, die Plätze 2 und 3 in diesem Rennen. Jetzt geht Baldé wieder heran und hier sehen wir dieses selbe Duell aus der objektiven Perspektive. Ein ganz interessantes Spielchen für den Fernsehregisseur und für die Zuschauer. Die Schikane vor Start und Ziel. Und dann die lange Gerade, die ja neuerdings gegen Schluss durch eine zusätzliche Schikane entschärft worden. Da hinten müssen die Schweizer dann kommen. In Rot. Hier sieht man ganz verdeckt, ganz kurz, das müsste Pierre Boll gewesen sein. Und hier wieder ein Bild von der subjektiven Kamera. Soeben ist Martin Wimmer vorbeigefahren an Jean-François Baldé an die dritte Stelle. Neue Reihenfolge also Lavado Ricci, den wir hier eingeblendet sehen mit der schnellsten Runde. Und jetzt sieht man, wie Baldé versucht hat, an Wimmer vorbeizukommen. Es ist ihm nicht gelungen. Immer noch also Wimmer an dritter Stelle, Baldé. Wir sehen es hier aus einer anderen Perspektive an vierter, dahinter Pons an fünfter und Manfred Herwe an sechster Stelle. Die Schweizer in der Zwischenzeit leicht zurückgefallen, 12. Cornu, 14. Boll. Carlos Lavado ist jetzt hier zum letzten Mal bei Start und Ziel vorbeigekommen. Er ist immer noch in Führung, ganz klar. Vor Manfred Wimmer, der sich in die zweite Position nach vorn geschoben hat. Dritter zur Zeit, und das wird wohl auch so bleiben, Jean-François Baldé, der Franzose, und an vierter Stelle Fausto Ricci. Diese vier Positionen sind eigentlich seit der fünften, sechsten Runde unverändert geblieben. Dahinter tobt dann ein Kampf um die letzten Weltmeisterschaftspunkteberechtigten Ränge. Und hier ist ein Unfall passiert. Wer ist denn wohl hier hineingeflogen? Es ist nicht zu erkennen, welches Motorrad hier ausgefallen ist. Carlos Lavado auf dem Weg zum Sieg in dieser Klasse 250 Kubikzentimeter. Damit holt er sich schon nach Jarama und dem Nürburgring den dritten Sieg in dieser Klasse und er ist seinem großen Ziel, dem Weltmeistertitel, einen großen Schritt näher gerückt. Denn wie gesagt, sein großer Konkurrent Tony Mann ist heute. Sieg also für Carlos Lavado. Auf den zweiten Platz kommt hier mit der Nummer 4. Jetzt geht er über die Ziellinie der deutsche Wimmer. Dritter wird Jean-François Baldé, er ist jetzt durchgegangen. Und vierter der Italiener Fausto Ricci. Auf dem fünften Platz, jetzt durch Ziel, Sito Pons. Reinhold Roth war da mit dabei. Und jetzt erwarten wir noch die größere Gruppe mit den beiden Schweizern, Corny und Boll. Erkennen können, welchen Rang die Schweizer sind. Hier sind sie wohl jetzt miteinander durchs Ziel gegangen. Es dürfte nicht zu einem Weltmeisterschaftspunkt reichen, nachdem ja beide bisher in allen drei vorhergehenden Rennen in den Weltmeisterschaftspunkten drin waren. Damit darf ich mich aus Salzburg verabschieden. Wiedersehen bei nächster Gelegenheit.